Und ein neues Let's Play wartet auf euch. Skyblock 2.1. Vielleicht, naja, Skyblock Adventure Map. Wenn man Skyblock eine Adventure Map nennt, dann ist das die zweite, die ich zocke, ne? Also, ich werde das hier erstmal so machen. Ich werde jetzt Skyblock zocken, aber nicht allzu lang. Weil ich hab schon Bock, das nächste LP, das kommt, das Anno-LP. Vielleicht hau ich davor lieber noch das Let's Show vom Server rein, falls ich das endlich mal machen kann. Naja, und ich kann halt noch nicht zwei Parts gleichzeitig hochladen, solange das Internet hier so kacke ist. Bei mir. Ja, wie gesagt, wir spielen das jetzt ein bisschen und dann schauen wir mal weiter. Eis schmilzt, Lava ist im... Ah, da drüben eine Insel. Ja, ich würde sagen, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Ich will das jetzt hier nicht eigentlich mitten in den... mitten in den Weg da rein wollen. Ich wäre jetzt gern lieber hier. Naja, gut. Kommen wir jetzt nicht drum rum. Ja, doch. So. 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 Moment. Die Liste habe ich gerade da, aber ich will gar nicht so nach der Liste spielen. Weil die mir... Naja, am Po vorbeigeht. Für die kurze Zeit, wo ich das eigentlich nur zocke, ist das nicht relevant. Ich werde es zwar nach der Pause, nach einer gewissen Pause weiterspielen, aber es ist jetzt sozusagen Lückenfüller nur. Auch wenn es Skyblock nicht verdient hat. So, die Erde ist zwar Zweck, aber naja. Ist ja bloß Mangelware. Moment, macht man jetzt so einen Cobblestone-Generator? Eigentlich ja. Jetzt das zerschlagen. Juhu. Framerate. Und? Haha! Finde ich gut, dass das so funktioniert. Ja, vielleicht grabe ich mich hier noch eins nach. Eins nach unten. Jetzt brauche ich dann erstmal ein bisschen Holz, bitteschön. Vielen Dank. Okay, Kante. Und da ist das Holzblock weggeflogen. Finde ich nicht gut. Ja, endlich. Und gleich zu Sticks umwandeln. Ja, da springen wir mal lieber hoch. Und machen gleich den ganzen Baum weg. Jetzt hat. Blub. Und noch den vierten. Jawohl. Dann, wie wär's mit einem Apfel auf Reserve? Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt habe ich mein Fraps jetzt drauf getrimmt nach der letzten, nach dem letzten Aufnahmeabbruch. Fraps. Habe ich auf 30 statt 29 hoch? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist jetzt ein Scherz. Verdammt. Das finde ich jetzt aber blöd. Wisst ihr das?
Tja, dann würde ich mal sagen. Ich breche an dieser Stelle ganz kurz mal ab, lad mir die Map nochmal neu runter und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Und zurück im Game-Menü mit einem neuen Baum. Der Cobblestone-Generator, den habe ich wieder hergestellt. Map musste ich gar nicht neu downloaden, war noch im WinRAR-Archiver bla 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 drin. So, und jetzt hoffe ich mal nach diesem verkorksten Start. Ah, das ist doch schon mal gut. Also der Block fällt schon mal nicht runter. Dafür fällt ein anderer runter. Oh oh. Also hoffen wir mal, dass wir jetzt einen Setzling bekommen. Weil ich fand das nämlich nicht besonders toll, dass wir jetzt hier einen Baum abholzen und dann keinen Setzling bekommen. Das wäre ja, das ist der Tod für Skyblock. Kein Holz. Ja, da ist einer. Nein, da war ein zweiter. Da ist noch einer. Lieber mehr in die Mitte. Nein. So, nein. Da war ein dritter, da war ein vierter Setzling sogar. So, jetzt passt's. Gut. Oh, da ist noch einer. Jawohl. Tadat. So. Ruhiger Beginn der neuen Map, aber egal. Sag ich jetzt einfach mal so. Eine Werkbank. Fortgeschrittenes Handwerk. Respekt. Hat man das auch schon geschafft? Glück auf. Meine Güte, jetzt hagelt's aber. Und jetzt wird's ganz spannend. Wie wär's? Vielen Dank. So. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Hey. Oh, Freude, wir haben fünf Cobblestone. Mit einer Cobblestone-Maschine. Ey, also wir sind ja mal mega gut. Und weil ich euch das ersparen will, mache ich das jetzt am besten so. Ich unterbreche nochmal kurz die Aufnahme und fahre mal, ja, eins der Cobblestone. Das wird erstmal reichen. Ne? Bis gleich. Und schon wieder da. Sogar noch mit 5 mehr als einem Stack. Steinspitzhacke habe ich auch schon benötigt. Der Baum ist gewachsen. Und da ich nicht nur Let's Player, sondern auch YouTube-Schauer bin. Schauer? Ist doch mir wurscht. Ich schaue auf alle Fälle auch gerne Let's Plays von anderen Let's Playern. Und ich fühle mich gerade inspiriert vom Forgather. Von vier Let's Playern, die Skyblock spielen. Einer von den vier heißt Buttercake und dessen Cobblestone-Maschine ist effizient und die werde ich jetzt einfach mal bauen. Ich sag's jetzt einfach nur nicht, dass es heißt, oh, die hat ja auch einer da gebaut. Naja, gut, was ich bei mir jetzt nicht wirklich so. Was habe ich da eigentlich gerade gelabert? Mal im Ernst! Das kann sich doch kein Schwein auf Dauer anhören. Ah, naja, ich wollte es halt bloß sagen, nicht, dass es wieder. Ach, ist doch jetzt auch egal. Ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben. Warum baue ich es ausgerechnet hier? Egal. Wie hat denn der das jetzt nochmal gebaut? Ich würde vielleicht noch ein bisschen die Plattform größer machen. Ich weiß sowieso, dass ich wieder Cobblestone farmen gehen muss. Das steht fest. Lups. Falls jemand am Kanal von Buttercake interessiert ist, der schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht, also auf meinem Kanal einfach was
hinschreiben. Den schicke ich dann dem Link, der es haben will. Sollten es viele wollen, tue ich es nachträglich in die Kommentare posten. Ja, das war es dann eigentlich auch schon zu dem Thema. Jetzt heißt es bloß nicht sterben bei der Aktion. Ups, so und jetzt? Wie war das denn? Also da stellt man sich da hin. Da drauf. Dann ging das hier irgendwie hoch. Den musste man dann abbauen. Alter, jetzt auf einmal. Die Framerate ist so übelst im Keller. Ich glaube, ich muss die wieder auf die andere umstellen. Aber das ist doch irgendwie blöd. So. Au. So, das ist mal hier so. Da kommt dann hier die Lava raus. Das kann weg, das können wir uns sparen. Und jetzt müsste irgendwie dann so. So. Nein, der da war falsch. Das ist jetzt wirklich nur eine abgespeckte Version. Er hat da wirklich einen kompletten Cobblestone-Rand drum gebaut. Und dann. Na, eins tiefer. Dann hat er hier den Wasserrand gesetzt. So. Und dann, wenn man das jetzt so macht, Moment, müssen wir jetzt doch noch mal hoch. So. Ha, kein bisschen verletzt. Das letzte bisschen Licht ist auch jetzt weg. So. Und Tatsache, es funktioniert. Also, wie gesagt, es ist eine wirklich Cobblestone abgespeckte Variante. Aber irgendwie ist gerade das komplett gleich wie bei ihm. Und so soll es ja auch sein. Gut, wunderbar. Dann hätten wir eine effizientere Cobblestone-Maschine gemacht. Wie gesagt, wenn jemand den Link haben will, tue ich nachträglich in die Kommentare rein. Und ich bin der Meinung, nach diesem wunderbaren Traumstart bauen wir uns erst einmal einen Ofen. Die ist wirklich deutlich effizienter. Aber deutlich. Naja, gut. Zwar noch nicht zu 100%, aber deutlich effizienter. Gut, dann wäre es das erstmal gewesen. Licht ist hier jetzt natürlich auch sehr viel. Das mache ich mal lieber zu, bevor ich da noch sterbe. Dann als nächstes. Ich glaube, ich muss die Framerate auf 40 erhöhen. Heiße Angelegenheit, heißt es jetzt. Und so wird es auch passieren. Machen wir mal da oben rein. Da finde ich, passt da hin. Zuck. Dann machen wir noch so. Dann wäre das Ganze nämlich dann auch geschlossen.